Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei den Brettspieltestern. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Und wir haben hier das erste Spiel von der Spiel 19 in Essen zu packen, das wir jetzt mal hier in einem ausführlichen Review darstellen wollen. Und zwar das Spiel Mandala, erschienen bei Lookout Spiele, ist für zwei Spieler, nicht für 0, nicht für 1, nicht für 3, für genau zwei Spieler. Gemacht hat es Trevor Benjamin und Brad J. Gilbert und die restlichen klitzekleinen Rahmendaten kommen dann von Michaela. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit ca. 20 Minuten angegeben und es ist ab 10 Jahren. Genau, und wir haben hier einmal eine Spielmatte, möchte ich mal sagen, ein Spielteppich. Wir haben schon nachgeschaut, der ist bis 60 Grad waschbar und darf in den Trockner, also von daher alles ist gut. Es ist eine Stoffmatte. Genau, wenn da mal irgendwie was drauf ausläuft, kein Problem, kann gewaschen werden. Wir haben insgesamt 110 Karten in 6 verschiedenen Farben, in der gleichen Anzahl jeweils. Genau, die nennen sich die sogenannten Sandkarten, denn wir wollen hier Mandalas kreieren. Genau, dann haben wir noch so kleine Kurzübersichtskarten, was man denn machen kann. Es gibt 3 verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Und dann können wir eigentlich schon mal starten mit den Regeln. Und zwar haben wir Mandalas, 2 Stück hier jeweils. Die bestehen einmal aus dem Zentrum, links und rechts, und aus dem Spielerbereich, links und rechts. Einmal meiner, einmal der von Michaela. Dann haben wir hier den Fluss, bestehend aus 6 Karten und beziehungsweise 6 Feldern. Und diese 6 Felder haben eine Besonderheit. Genau, dann wie man hier schon sieht, hier sind jeweils, ich sag mal, so kleine Sonnenblumen oder Sonnen drunter abgebildet mit Punkten. Und wie man sich vielleicht schon denken kann, wir sammeln nachher im Spiel die verschiedenen Kartenfarben. Und wenn wir eine Kartenfarbe bekommen, müssen wir sie zunächst auf den Fluss ablegen, sofern dort noch keine Karte in der entsprechenden Farbe liegt. Wir müssen immer ganz links anfangen und Karten, die gelegt wurden, dürfen wir im Fluss auch nicht verändern. Das heißt, die Reihenfolge, so wie wir sie legen, ist dann auch fest. Das heißt, wenn wir im späteren Spielverlauf feststellen, oh, ich habe vielleicht vom Stern oder von dieser rosafarbenen Karte mehr in meinem Kelch gesammelt, dann kann ich das nicht vertauschen, sondern das muss so liegen bleiben. Und wir müssen natürlich auch ganz links anlegen, um die Karten auszulegen. Genau, es dürfen auch keine Lücken gemacht werden und es dürfen auch keine 2 gleichen Farben hier in dem Fluss erscheinen. Genau, also jede Farbe darf hier maximal im Fluss einmal auftauchen. Dann haben wir hier unseren Kelch. Im Kelch sammeln wir nachher die Karten. Das heißt, sobald wir eine Kartenfarbe hier ausliegen haben, können wir alle weiteren Karten, die wir im Spielverlauf sammeln, in unserem Kelch ablegen. Und es ist am Spielende so, wie bei vielen Spielen, der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Und es werden dann nur die Karten gewertet, die wir in unserem Kelch haben sammeln können. Das heißt, man schaut dann am Spielende, wie viele Karten von welcher Farbe habe ich gesammelt. Und dann bekommt man die entsprechenden Siegpunkte, je nachdem, wo diese farbige Karte dann am Spielende liegt. Hätte ich jetzt zum Beispiel 3 schwarze Karten am Spielende in meinem Kelch, würde ich dann insgesamt schon mal 9 Siegpunkte bekommen. Genau, die Karten, die im Fluss sind, die zählen nachher bei dieser Multiplikation nicht mit. Hätte also Michaela 3 im Kelch plus die hier, sind es 9, der wird nicht mitgezählt. Genau, ist auch ganz wichtig, was Christian sagt, wirklich nur die Karten im Kelch, alle anderen Karten, auch Handkarten, die wir eventuell noch haben, die Karten im Fluss oder die vielleicht hier noch irgendwo ausliegen, die werden nicht gezählt, sondern nur die Karten, die wirklich im Kelch dann liegen. Genau, den restlichen Ablauf, sage ich mal, zeigen wir anhand eines Spielzuges. Genau. Das Spiel fängt damit an, dass jeder von uns erstmal 6 Handkarten kriegt. Mhm. Es gibt ein hartes Handkartenlimit von 8 Karten. Hart bedeutet an der Stelle, man darf zu keiner Zeit im Spiel mehr als 8 Handkarten haben. Bedeutet, man hat nachher eine Aktionsmöglichkeit, wo man Karten nachziehen kann. Und würde man darüber auf zum Beispiel 9 oder so kommen, dann darf man auch die 9. nicht nehmen, um sie mit irgendwas anderem auszuwechseln, sondern man darf auf 8 auffüllen und dann ist vorbei. Genau, dann kommen jetzt noch 2 Karten, bekommt jeder Spieler schon mal in seinen Kelch. Das heißt, das sind schon mal 2 Kartenfarben, die ich weiß, die können am Spielende gewertet werden, sofern die jeweilige Kartenfarbe auch in meinem Fluss liegt. Diese Karten im Kelch, die kann ich mir jederzeit anschauen, genauso natürlich wie die Handkarten. Aber die sollte man natürlich sowohl die Karten im Kelch als auch die Handkarten vor dem Mitspieler dann geheim halten. Genau, deshalb luschst du gerade auf meiner Karte. Ja, das drauf. War jetzt so ein automatischer Blick. So, dann werden die Mandalas nochmal aufgefüllt. Das heißt, die werden mit 2 Karten aufgefüllt. Das dürfen auch 2 gleiche sein, wenn es schlecht gemischt ist. Hier geht es besser. Und dann würden wir jetzt einfach mal anfangen. Was wäre ein möglicher Spielzug? Genau, also wir haben ja schon gesagt, es gibt 3 Aktionsmöglichkeiten, die man hat. Wenn man am Zug ist, wählt man eine dieser 3 Aktionsmöglichkeiten aus. Dann ist der andere Spieler am Zug, wählt eine der 3 Aktionsmöglichkeiten aus und so hin und her. Eine Aktionsmöglichkeit wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt feststelle, ich habe Karten einer bestimmten Farbe auf der Hand, die mir aber vielleicht nicht gefallen, dann könnte ich alle Karten einer Farbe ablegen, es muss auch die gleiche Farbe sein, und dürfte die gleiche Anzahl an Karten vom Nachziehstapel nachziehen. Das heißt, hier hätte ich jetzt 3 schwarze, die würde ich auf den Ablagestapel legen und dürfte mir 3 Karten dann nachziehen. Das Handkartenlimit von 8 muss natürlich dabei immer beachtet werden, aber da ich ja vorher
auch entsprechend die Anzahl Karten auf der Hand hätte, halte ich ja das Kartenlimit auf jeden Fall ein. Macht Sinn. So, restlichen zwei Aktionsmöglichkeiten zeigen wir mal anhand eines Spielzuges. Startspieler bist du, dann leg ich mal los. Okay, ich mache jetzt mal die nächste Aktionsmöglichkeit. Das heißt, ich spiele jetzt Karten in meinen Spielerbereich. Karten in den Spielerbereich legen, da darf ich von einer Farbe beliebig viele Karten ablegen. Das ist nachher, ich sag mal, das Gegenteil zum Zentrum. Wenn man nicht im Zentrum Karten ablegen, darf man maximal eine Karte ablegen. Hier im eigenen Spielerbereich darf ich beliebig viele Karten einer Farbe ablegen im gleichen Zug. Ich darf nachher, wenn ich spätere Spielzüge mache, darf ich auch diese Farbe verstärken, sowohl in meinem Spielbereich als auch in der Mitte. Aber es gibt eine goldene Regel. Im Mandala dürfen niemals mehr als 6 verschiedene Farben sein, weil wenn die 6. Farbe kommt, dann wird das Mandala gewertet. Genau, das bedeutet, wenn jetzt Christian hier zum Beispiel schon eine schwarze Karte liegen gehabt hätte, dann darf ich in meinem Spielerbereich keine schwarzen Karten mehr spielen. Wäre eine schwarze schon hier gewesen, im Zentrum des Mandalas hätte Michaela auch auf ihre Seite nichts liegen dürfen. Und genau, Christian auch nicht. Also es darf maximal in einem Bereich die Farbe liegen. Wenn sie in einem Bereich schon liegt, darf sie in einem anderen Bereich nicht nochmal gespielt werden. Das ist dein Zug? Das ist mein Zug und am Ende dieses Zuges ist es dann so, dass man auch wichtig darauf achten muss, dass man immer noch eine Karte auf der Hand hat, weil in diesem Zug darf ich keine Karten nachziehen. Das heißt, hätte ich jetzt nur 3 schwarze auf der Hand gehabt, hätte ich auch nur 2 auslegen dürfen, weil ich am Ende meines Spielzugs mindestens eine Karte auf der Hand hätte haben müssen bei dieser Aktionsmöglichkeit. So, dann legen wir die da mal wieder hin. Und dann ist Christian dran. Ich lege jetzt hier in das Zentrum des Mandalas. Ich muss auch wieder die goldene Regel beachten. Ist die Farbe hier irgendwie schon vertreten? Ist sie nicht. Wenn ich ins Zentrum reinlege, darf ich bis zu 3 Handkarten nachziehen. Muss auf das Handkartenlimit von 8 achten. Ich habe 5 Karten auf der Hand, das heißt, ich darf 3 nachziehen. Genau. Und wie ich gerade eben schon sagte, ins Zentrum darf man immer maximal nur eine Karte legen. Aber auch hier gilt, genauso wie im Eigenspielerbereich, bereits ausliegende Farben darf man verstärken. Das heißt, man darf hier natürlich noch Orange mit dazu spielen oder man dürfte auch Gelb mit dazu spielen. Und ich mache das jetzt mal. Ich spiele hier eine Orange dazu und darf dann auch 3 Karten nachziehen. Ich gehe hier in meinen Bereich rein, darf nichts nachziehen und Michaela ist dran. Okay, dann werde ich hier mal nochmal eine Karte reinspielen. Das heißt, wir haben schon 1, 2, 3, 4, 5 Farben. 3 Karten darf ich nachziehen. Ich habe 4 auf der Hand, das heißt, ich komme auf maximal 7. Ich darf auch nachziehen. Wird jetzt die 6. Farbe gespielt, dann wird dieses Mandala gewertet. So, ich gehe da einfach mal rein. Ich habe 6 Karten auf der Hand, ich darf 2 nachziehen. Und jetzt wird das Mandala gewertet. Und trotzdem, Empfehlung, immer erst den Zug wirklich durchführen. Wenn man hierhin packt, nicht nachziehen. Wenn man dort ins Zentrum geht, nachziehen. Weil wir hatten schon ein paar Mal, dass wir reingespielt haben. Das Mandala wird aufgelöst, das zeigen wir gleich. Und dann haben wir vergessen, wo habe ich eigentlich die Karte hingespielt. Darf ich noch nachziehen oder nicht? Also Empfehlung, immer erst den Zug als solches machen und dann das Mandala auflösen. So steht es auch in der Regel drin. Genau, so steht es auch in der Regel drin. So, jetzt haben wir alle 6 Farben im Mandala. Jetzt wird geschaut, wer hat die Mehrheit. Und zwar Michaela hat 3 Karten. Ich habe nur eine. Das heißt, sie hat in Anführungszeichen gewonnen und darf sich zuerst von den ausliegenden Farben eine nehmen. Genau, wäre jetzt Gleichstand gewesen. Das heißt, ich hätte nur eine Karte hier drin liegen gehabt. Christian hat jetzt aber die letzte Karte ins Mandala gespielt. Dann würde jetzt geschaut werden, wer hat nicht zuletzt die Karte ins Mandala gespielt, das wäre ich gewesen und der hätte sich dann zuerst bedienen dürfen. Wäre ich jetzt hier gar nicht dran beteiligt gewesen, wäre es jetzt nicht so, dass Christian alle Karten bekommt, sondern Christian dürfte sich, er hat ja logischerweise, weil nur er dran beteiligt ist, eine Karte ausliegen hat, dürfte er sich aussuchen, welche Karten er nimmt. Und wenn man aus dem Mandala oder aus der Mitte, aus dem Zentrum sich Karten nimmt, nimmt man immer Karten einer Farbe. Sagen wir jetzt mal, Christian würde die nehmen. Dann würde ich jetzt in dem Fall, ich bin ja nicht drin, würde ich mir auch Karten nehmen und würde die auf den Ablagestapel legen. Das heißt, wenn einer nicht drin ist, bekommt nicht automatisch der andere Spieler alles, sondern es geht trotzdem abwechselnd hin und her. Nur der Spieler, der nicht beteiligt ist, nimmt sich die Karten nicht für sich, sondern legt sie auf den Ablagestapel. So, jetzt war es ja aber so, dass ich hier die Mehrheit drin hatte. Das heißt, ich darf mir jetzt tatsächlich aussuchen, was ich mir dann nehmen möchte. So, jetzt nehme ich mir Gelb. Die erste Karte, ich habe ja noch keine Karten im Fluss ausliegen, lege ich in meinen Fluss. Die andere lege ich in meinen Kelch. Das heißt, ich habe am Spielende auf jeden Fall schon mal einen Siegpunkt. Und das kopiere ich. Ich nehme Orange einmal in meinen Fluss und die andere Karte in den Kelch. Und ich nehme hier die grüne Karte, die muss in den Fluss. Ich nehme die rote, dann kommen die restlichen, die wir ausgelegt haben, auf den Ablagestapel. 2 werden ins Mandala wieder reingespielt. Und dann geht es schon weiter. Okay, dann bin ich ja schon wieder dran. Weil du ja die letzte Karte gespielt hattest und ich werde jetzt mal hier hingehen und lege da mal 2 Karten hin. Ich lege da eine.
Dann werde ich mal. Ich lege hier auch mal Karten hin. Ich gehe hier in das Zentrum rein, darf wieder 3 nachziehen, habe 6 auf der Hand, darf also nur noch 2 nachziehen. Ich lege hier meine Karte hin. Darf dann auch 3 Karten nachziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist aber blöd. Mhm. Ich verstärke hier mal. Oh. Das ist jetzt aber nicht so, wie es gewollt war. Das glaube ich ja. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Okay, dann schwenken wir mal ganz kurzfristig um. Wir gehen mal kurzfristig auf das andere Mandala. Legen hier mal eine rein. Und 3 Karten nachziehen darf ich, weil ich nur 4 auf der Hand habe. Gut, dann machen wir mal das Mandala dicht. Aha. 6 verschiedene Farben. Ich habe nachweislich die Mehrheit. Ich kann mir welche nehmen. Ich nehme hier die schwarzen. Mhm. Ich nehme mir einmal die orangene. Und dann nehme ich hier die grüne. Mhm. Die wird abgeräumt. Und es werden wieder 2 Karten hingelegt. Mhm. Okay. Gut, ich fange mal hier an. Hui, da gehst du aber voll rein, was? Och, ich dachte jetzt mal, wer weiß, ob es gut ist. Ich gehe da rein, ziehe mir 3 Karten. Mhm. Ich gehe auch hier rein und ziehe mir auch einmal 3 Karten. Dann verstärke ich das Mandala hier und ziehe auch nochmal 3 Karten. Okay, wenn du das unbedingt haben möchtest, dann legen wir doch hier nochmal 2 Karten ab. Und du bist dran. Denkst du, Christel? Dann müssen wir da leider mal kontern. Mhm. 4-4 sagst du. 4-4. Mhm. Mhm. Okay, dann lege ich hier mal eine in die Mitte und darf 3 Karten nachziehen. So, ich lege eine hier und darf auch 3 Karten nachziehen. Dann verstärken wir hier nochmal und du bist dran. Ich lege da noch eine rein und nehme mir 3 Karten. Genau, dann legen wir doch hier nochmal eine in die Mitte. Ja, gut. Und ziehen auch nochmal 3 Karten. 1, 2, 3, 4, 5. Wie viel hast du da jetzt? Ich habe 5. Oh, okay. Dann habe ich da jetzt 6. Oh. Ging gerade so auf. Das so. Ist aber jetzt übelst. Mehrheit, das heißt, ich kriege hier die ganzen schönen Grünen. Das ist nicht schlecht, weil Grün bringen mir 4 Punkte. Ich werde mir den da nehmen, den Stern. Und der bringt mir nochmal 2. Das ist schon mal ganz gut. Das war jetzt übelst. Das hat nicht funktioniert bei dir diesmal. Ne? Nee, das hat nicht Normalerweise klappt das immer, ich weiß. Ja, aber diesmal, nein, nein. Hat nicht so richtig sollen sein. Naja, aber hier kriegst du doch auch jede Menge. Das hoffe ich doch mal. So ist es geplant. So. Dann spielen wir hier mal nochmal eine hin. So ist es geplant, hoffentlich. Schauen wir mal, ob es auch so kommt. Man weiß es nicht. Ich gehe da rein und ziehe 3 Karten nach. Mhm. Ich werde hier eine Karte einlegen. Krass, die Farbe, ne? Mann. Passt das? Das passt so gar nicht. Aber ich muss jetzt stoppen, weil sonst würdest du hier verstärken. Ich komme da nicht mehr gegen an. Michael hat die Mehrheit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nimmt sehr wahrscheinlich die Geschichte, genau. Natürlich. Ich nehme mir den schwarzen. Dann nehme ich mir den hier. Das hätten noch ein paar mehr sein. Ja, das weiß ich. Das hättest du wohl gerne gehabt. Das hätte ich schon ganz gerne gehabt. Aber es hat ja nicht sollen sein, leider. Genau. So, dann wollen wir mal. Ich lege mal die beiden hier ab. Ich lege da noch. Mhm. Haben wir schon 4 Farben da oben? Ich nehme mal 3. Jetzt haben wir da schon 5 Farben. Mhm. Uiuiui, ui, ui. Muss erstmal verstärken, ne? Aha. Weil du unbedingt die haben möchtest oder warum? Oh, was tust du? Ich verstärke. Dann gehe ich mal lieber hier rein, dass sich so ein bisschen noch lohnt für mich. 3 nachziehen. Dann gehe ich mal hier rein, ziehe mir auch mal 3 Karten. Och, herrje. Jetzt reicht es aber langsam, oder? Genau. Okay. Gut, wie viel hast du da jetzt liegen? 6. 6. Und du hast 5. Ich habe 5, ja. Und wenn ich jetzt reinlege mit der letzten Farbe, habe ich ja zuletzt reingelegt und hab dann bist du ja zuerst dran. Wenn du mit 2 schwarzen reingehst, wäre es kein Problem. Ja, ich nehme mal hier 3 Karten. Das ist ja übelst, ist das. Sehr, sehr übel. Ich gehe da rein und nehme mir 3 Karten. Nimmst du 3 Karten. Hi, du Witzke, Herr Kapitän.
Gut, ich mache erstmal hier. Ach nee, das darf ich gar nicht. Entschuldigung. Ja, 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 darf ich nicht. Entschuldigung. Dann legen wir mal die hier rein. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Dann gehen wir mal sicherheitshalber da rein, dass wir da noch ein bisschen partizipieren. Machen wir das erstmal dicht hier, dass man mal da. Sind 6. Das heißt, ich darf mir zuerst nehmen. Ich nehme mir. Grün ist natürlich für dich extrem viel Punkte, ne? Das machen wir mal. Ich nehme die grüne. Ich möchte nicht, dass du. Das ist natürlich auch übelst. Warte dir 6 Punkte. Von daher, das ja, aber wenn du das da hinten kriegst, dann hast du auch richtig viele Punkte. Ja, hätte, wäre, wenn. Das ist ja alles, ne? So, jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir mal da rein und ich nehme 3 Karten. Warum machst du jetzt die Sterne da so viel? Ich muss das gerade, glaube ich, nicht verstehen, ne? Naja, falls ich nicht gewinne, kriege ich von beiden was. So, ich nehme mal 3, 1, 2. War so der Plan. Das war so der Plan. So. Und ich habe jetzt ja hier momentan die Mehrheit, haben wir gesagt. Richtig. Ne? Momentan hast du da die Mehrheit. Ich gehe einfach nochmal rein. 5, ich darf 83. So, jetzt haben wir erstmal Patt. Patt? Patt und Patterchen. Patt und Patterchen. Genau. Dann machen wir das einfach mal dicht. Oh, hast du einen mehr. So, aufgelöst. Ich nehme mir die hier, weil das nur schöne 6er-Punkte sind. Ja, 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 für dich. Ja. Nur Eierpunkt und dann kriege ich die. Mhm. So, das war's. Ich habe jetzt hier meinen Fluss voll. Mhm. Alles unterschiedliche. Das heißt, von daher räumen wir jetzt hier mal kurz ab. Damit genau, es kommt alles weg. Die ganzen Handkarten kommen weg. Alle Karten, die da lagen. Es werden wirklich nur die Karten, die hier im Kelch liegen, gewertet. Und wenn man die Farbe nicht im Fluss liegen hat, dann kann man sie auch gleich ablegen. Ich habe hier Rot im Fluss gar nicht liegen, von daher kann ich sie gleich weglegen. Und die anderen legen wir einfach da mal so drüber. Ja. Und dann werten wir das gleich mal aus und schauen mal. Aber ich glaube, diesmal hast du leider gewonnen. Ah, gemacht, diesmal sieht es, glaube ich, ganz so. Ich habe hier schon mal 4 Punkte. 4 plus 2 sind 6. 3, 6, 9. 15. 9 plus 6 sind 15. 1, 2, 3, 4. Das sind nochmal 16, 31 Punkte für mich. Ich habe hier 2 Punkte, 4 Punkte, 10 Punkte. Ui, die Grünen, das ist übel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind 24, macht 34, macht 39, 39 plus 18, 57. Ja, hast du gewonnen. Ich habe nur 31. Okay, dann okay, Verlierer, mit dem Fazit. Ich wollte gerade sagen, Verlierer fängt mit dem Fazit an. Also, das Spiel, wie man sehen kann, hat natürlich einen gewissen Glücksfaktor, dadurch, dass man nicht weiß, was für Karten man nachbekommt. Finde ich aber nicht schlimm, weil man hat ja erstmal eine Starthand von 6. Man kann auf bis zu 8 gehen. Und manchmal ist es halt eben gut, einen Block zu haben, das heißt, von einer Sorte relativ viele zu bekommen, damit man irgendwo verstärken kann oder sich eine gute Ausgangsposition darstellen kann, ausspielen kann. Deshalb, also vom Glücksfaktor her fand ich das sehr überschaubar, auch weil man ja auf die 2 Mandalast entsprechend ausweichen kann. Optik hier mit dieser Spielmatte nenne ich es jetzt einfach mal total schön, auch dass sich hier zum Beispiel die Symbole von den Karten hier auf diesem Teppich nochmal wiederholen. Spielmatte, Spielteppich, was auch immer, finde ich sehr schön. Ich fand das sogar so schön, dass ich gar nicht gemerkt habe. Wir haben das erste Mal gespielt, da waren wir im Hotel. Unten in der Lobby an so einem kleinen Tisch. Und haben gespielt, haben die Sachen zusammengepackt. Du hast und die Sachen zusammengepackt. Ich habe die Sachen zusammengepackt und ich habe vergessen, diese Matte einzupacken, weil das eigentlich so schick aussah auf diesem Tisch. Deshalb, das passte ins Interieur von dem Hotel. Egal, wie auch immer. Also alles sehr, sehr schön gemacht. Cooles Prinzip, was man mit so wenig Karten eigentlich machen kann. Das ist, ich finde, weil die Regeln, man hat 3 Aktionen, die Regeln hat man extrem schnell verinnerlicht. Manchmal macht man eben Fehler, dass man aus Versehen eine 2. Karte hier reinspielt. Das fällt dem Gegenspieler eigentlich auf und dann kann man das auch relativ zügig korrigieren. Von daher ein Spiel und man ist drinne gefühlt. Also das ging echt, echt extrem schnell. Macht mir total viel Spaß. Ich glaube, wir haben es mittlerweile 20 Mal gespielt. Ich habe, glaube ich, jetzt zum 2. oder zum 3. Mal gewonnen. Zum 3. Mal. Zum 3. Mal. Okay, das heißt also überhaupt nicht mein Spiel. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich das Ding immer verliere. Aber ist einfach so. Und obwohl ich so oft verliere, macht es mir total viel Spaß. Und es ist echt so ein Can't-Stop-Ding, dass man sagt, ich habe jetzt einmal gespielt. Komm, lass uns nochmal spielen. Weil von der Spieldauer her, wir haben teilweise 10 Minuten gehabt. Das war jetzt ja auch ein sehr, sehr kurzes Spiel, weil ich früh dich gemacht habe. Weil ich eben gehofft hatte, dass ich schon relativ weit vorne liege. Das kann auch mal länger dauern, dass wirklich der Ablagestapel durchgespielt wird. Oder dass es sich einfach zieht, weil man nicht so viele Karten auf den Schlag ausspielt. Von daher, 20 Minuten ist schon Max, würde ich sagen. Eher im Bereich 10 bis 15 Minuten. Und da kann man ja schön nochmal ein Spiel hinten dranhängen. Macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und wenn mir irgendwas sehr, sehr viel Spaß macht, dann ist es ein sehr gutes Spiel. 8 Punkte von meiner Seite.
Ja, da kann ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Also es ist auf jeden Fall ein Gelegenheitsspielerspiel, auf jeden Fall familientauglich. Die Anleitung ist gut geschrieben, man kommt sehr gut rein in das Spielprinzip. Und wie Christian ja schon sagte, es sind letztendlich ja auch nur drei Aktionsmöglichkeiten, die man hat. Am Anfang muss man echt so ein bisschen gucken, dass man darauf achtet, was Christian schon sagte, dass man seinem Fluss nicht die gleiche Farbe aus Versehen legt oder ins Mandala die gleiche Farbe, wie mir gerade eben aus Versehen. Oder ich wollte es ja eigentlich auch und habe ich gesehen, okay, Gelb liegt ja schon da, kann ich ja gar nicht machen. Da muss man am Anfang ein bisschen drauf gucken und vielleicht auch auf diese Auswertregel. Also wenn jetzt Gleichstand ist oder wenn einer nicht reingelegt ist, dass der andere halt nicht alles bekommt, wenn man nicht dran beteiligt ist, sondern dass trotzdem ausgewertet wird und der andere halt die Karten nicht in seinen Kelch legt oder in seinen Fluss, sondern auf den Ablagestapel legt. Aber ansonsten finde ich vom Spielprinzip wirklich ein kleines, sehr schönes Spiel. Ich finde auch mit so einem einfachen Spielprinzip ist hier wirklich echt was Tolles umgesetzt worden, macht wirklich sehr viel Spaß. Auch die Kürze der Spielzeit ist natürlich super toll. Also wir haben häufig wirklich zwischen 10 und 15 Minuten gespielt. 20 Minuten kamen wir uns auch mal vor, aber eher weniger. Und wie Christian schon sagte, also bei uns ist es bei einer Partie nie geblieben. Wir haben meistens 2, 3, manchmal auch 4 Partien gespielt. Geht ja aber dann auch, weil man, wie gesagt, so schnell spielt. Und da war es auch wirklich so, oh, wie hast du jetzt gewonnen? Ich will nochmal, lass mich nochmal versuchen. Kennst du, ja. Und es hat auch so kleine taktische Elemente, dass man guckt, will ich jetzt das Mandala schon dicht machen? Macht es jetzt Sinn, hier noch Karten reinzuspielen? Und was Christian sagte, natürlich Glückselement ist natürlich auch vorhanden. Man weiß nicht, welche Karten man bekommt. Man möchte hier vielleicht den eigenen Bereich noch verstärken. Die Farben, die man auf der Hand hat, darf man aber vielleicht gerade nicht mehr reinlegen. Dann kann man ja aber zum Beispiel auch die Aktion wählen, dass man Karten ablegt und sich neue nachzieht. Aber es ist irgendwie auch so ein Nullspielzug in dem Moment, weil man hier nichts machen konnte. Und der andere kann in dem Moment schon wieder Karten ablegen, kann vielleicht das Mandala in dem Moment dicht machen. Und auch da weiß man ja auch gar nicht, was ziehe ich nach. Also es kann natürlich echt dumm laufen, dass man 2 Grüne ablegt auf den Ablagestab und 2 Grüne nachzieht. Sowas kann in der Extreme natürlich auch passieren. Aber es ist natürlich immer noch eine Möglichkeit, um seine Hand auszuwechseln oder zu verändern, sage ich jetzt mal so. Insofern ist es schon schön, dass dieser Spiel oder diese Aktionsmöglichkeit mit im Spiel drin ist. Ansonsten, wie gesagt, kleine taktische Elemente. Wann mache ich das Mandala dicht? Macht es Sinn, noch zu verstärken? Ich habe häufig auch mal versucht dann nachher, wenn ich hier so Karten schon liegen hatte, gerade im oberen Bereich, und ich habe gesehen, die Farbe lag hier und ich war hier vielleicht ganz gut vertreten, da muss man auch gucken, wie oft verstärke ich jetzt noch das Zentrum mit dieser Farbe, oder kommt jetzt vielleicht der andere Spieler noch, hat dann von einer anderen Farbe viele Karten auf der Hand und kann dann die Mehrheit dann auf seine Seite noch ziehen. Das hat auch so einen kleinen Can-Stop-Mechanismus, finde ich, mit dabei. Verstärke ich noch so die Farbe, die ich vielleicht sammeln möchte im Zentrum, oder mache ich das Mandala dicht, sofern ich es denn kann, weil das ist halt dieser Glücksfaktor mit dabei, habe ich die Farbe auf der Hand, die ich brauche, um das Mandala dicht zu machen, oder auch jetzt letztendlich, um dran partizipieren zu können. Das hatte ich auch 1-2 Mal. Wenn man sich dann auf ein Mandala zu stark konzentriert, einmal hast du dann das auch, plötzlich war es dicht und ich war da gar nicht dran beteiligt. Also man muss da schon auch so ein bisschen gucken, dass man auf jeden Fall, gut, wenn man dann gerade die Farben nicht liegen hat und die nicht mehr legen kann, nicht mit reinkommt ins andere, ja, Glückselement halt mit dabei. Aber wirklich ein super kleines Spiel, was ich finde, so kleinen Mechanismus, es ist ja nichts Großartiges, aber wirklich Spielspaß bringt. Also mir macht es richtig Spaß, dieses Spiel zu spielen. Und von daher schließe ich mich da Christian an. Es ist ein sehr gutes Spiel, macht mir sehr viel Spaß, spiele ich gerne wieder und bekomme von mir auch 8 Punkte. Ja, cool. Dann sind wir da einer Meinung. Sehr schön. Genau. Dann können wir gleich nochmal 2, 3 Runden spielen. Definitiv. Weil ich muss hier noch eine Revanche haben. Ja. Ne? Das kannst du nicht. Ne? Ich kann das nicht so auf extrem mir hoffen lassen. Das, so viel Unterschied haben wir noch nie gehabt. Andersrum, dass du noch mehr Punkte hattest als ich. Aber das ist ja Premiere. Und wir haben es auf Video. Sehr schön. Genau. Okay, dann sagen wir an dieser Stelle wieder vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr unseren Kanal abonniert oder uns einen Daumen hoch gebt. Und ansonsten sagen wir wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!